Na, was haben Sie rausgekriegt? Ich würde Ihnen gerne die Arbeit erleichtern, indem ich sage, es ist Selbstmord. Aber es gibt ein paar Probleme. Die Prellung an der linken Augenbraue ist ziemlich geschwollen. Und dann der zerbrochene Spiegel hier. Ich weiß nicht. Vielleicht war es Selbstmord. Vielleicht war es Mord. Sogar ein Unfall ist möglich. Na, das bringt uns ja ein gutes Stück weiter. Sie werden den Autopsiebericht in ein paar Stunden vorliegen haben. Und was ist das hier? Ihre Zigarettenspitzensammlung? Na, das sind Schlaftabletten. Und hier Tabletten gegen Magenkrämpfe. Und ein Medikament gegen akute Migräne. Und dann die leere Whiskyflasche, die wir im Badezimmer gefunden haben. Der Whisky und die Tabletten. Rechnen Sie das doch alles mal zusammen. Überlegen Sie mal, die Beweise liegen doch offen auf der Hand. Fehlt nur noch das Motiv für Selbstmord. Alles in Ordnung. Ja, erzählen Sie mir, was passiert ist. Wie es aussieht, hat sie sich vergiftet mit einer Überdosis Schlaftabletten. Selbstmord? Das kann ich noch nicht sagen. Es ist auf jeden Fall möglich. Wenn ich daran denke, was wir alles durchgemacht haben, um dich ganz nach oben zu bringen, was für eine Zeitverschwendung. Und falls Sie da hinten fertig sind, raus mit Ihnen. Das ist doch das Blatt, das über die Affären von Filmstars berichtet, die einander noch nie im Leben begegnet sind. Hören Sie, Doktor, unsere Zeitung erreicht immerhin eindeutig die höchste Auflage aller Zeitungen in den Vereinigten Staaten. Auch wenn Sie es nicht glauben, aber wir sind sehr wichtig für die Amerikaner, weil wir den Mut haben, die Geschichten zu veröffentlichen, an die sich die anderen Blätter noch nicht mal heranwagen. Weil die zu ehrlich sind vielleicht. Sind Sie unserer Zeitung gegenüber da nicht ein wenig voreingenommen? Was wird die Öffentlichkeit zum Beispiel dazu sagen, wenn sie erfährt, dass Miss Rhodes mit dem Abgeordneten Charles Sinclair zusammen war, bevor sie starb? Jetzt reicht's mir, Reardon. Hauen Sie ab, bevor ich die Geduld verliere. Und wir glauben, dass Mr. Sinclair einen bedeutenden Anteil an Ihrem Tod hatte. Wieso erzählen Sie das der Polizei dann nicht? Weil wir eine Wochenzeitung sind. Wenn ich damit zur Polizei gehe, erscheint es sofort als Schlagzeile in jeder Tageszeitung. Und Sie denken, dass ich das geheim halte? Sie werden es geheim halten. Sie glauben mir nämlich nicht. Sie überprüfen es zuerst. Sie sind sich Ihrer Sache äußerst sicher, nicht wahr? Nein, ich kenne Sie nur zu gut. Und ich weiß zufällig, dass Sie den Abgeordneten persönlich kennen. Ich rate Ihnen zu verschwinden, Reardon. Und zwar schnell. Naja. Aber es sieht schlecht aus für Sie, Doktor, wenn es an die Öffentlichkeit dringt, dass Sie absichtlich wertvolle Hinweise vorenthalten. Ich weiß es genau. Charles Sinclair war bei Miss Roberta Rhodes in ihrem Schlafzimmer. Letzte Nacht. Charlie, lass Nummer 6 raus. Das will niemand hören. Nummer 6? Ein Moment. Das ist die Ölteppichgeschichte, die ist für die Leute aber wichtig, Pat. Vor einer Woche ist an der Küste ein Öltanker explodiert. Kein Interesse laut Umfrage. Für die Leute ist jetzt der Benzinmangel Thema Nummer 1. Die Sache muss aber mit rein. Gut, dann sprich doch an den Hochschulen darüber. Aber wir kaufen keine Sendezeit für so eine negative Position, Geschichte. Bitte. Seid ihr fertig da oben? Psst, hey, Herr Abgeordneter. Quincy, was in aller Welt treibt Sie hierher? Keine Stimmen mehr nötig. Natürlich, immer, aber Sie werden mich doch nicht wählen. Ihr Ärzte seid doch alle reich und konservativ. Ich bin ein Liberaler, wussten Sie das nicht? Aber ich bin kein reicher Medizinmann. Die Praxis habe ich nämlich verkauft. Was, Sie haben aufgehört? So schlimm ist es nicht. Ich bin in der Pathologie gelandet, als Gerichtsmediziner. Guter Witz. Darüber würde ich keine Witze reißen. Also hören Sie, Sie sprachen doch vorhin über den Ölteppich vor der Küste von Oxnard. Ich bin Ihrer Meinung, denn ich lebe an der Küste. Bleiben Sie weiterhin am Ball. Hören Sie nicht auf den Typen da. Nein, ich stehe dazu. Vielleicht nicht zur Hauptsendezeit, aber so wie ich im Amt bin, sorge ich für diese Gesetze. Da bin ich sicher. Ich lade Sie zum Kaffee ein. Oh, danke. Na, schön, Sie zu sehen. Ich freue mich auch. Sie und Charlotte haben sich getrennt, habe ich gehört. Das tut mir leid. Naja, Sie wissen ja, dass es ein paar Probleme gegeben hat zwischen uns. Jeder von uns wollte was anderes. Sie wäre glücklich gewesen, für den Rest ihres Lebens Ski zu laufen, aber mir hätte das einfach nicht gereicht. Wissen Sie, ich muss immer versuchen, die Welt ein bisschen zum Besseren zu verändern, sonst bin ich nicht glücklich. Sehen Sie, ich bin schon wieder im Wahlkampf. Und dabei so aufrichtig. Deshalb erscheint mir mein Besuch so besonders absurd. Tut mir leid, da sind noch einige Fragen, aber das ist mein Job. Ihr Job? Was will die Gerichtsmedizin von mir? Gut, Roberta Rhodes. Alle auf Position? Ich verstehe. Charles, wir gehen gleich auf Sendung. Ja, sofort. Einen Moment noch. Quincy, ich kenne Roberta. Ich meine, ich kannte sie gut. Naja, also, wir waren eine Zeit lang ziemlich oft verabredet. Ich hoffe, Ihre Fragen sind damit beantwortet. Ja, gut. Und sahen Sie sie gestern Nacht? Um Gottes Willen, ich habe sie schon seit Wochen nicht gesehen. Unser Kontakt ist abgebrochen, als ich die Kandidatur annahm. Das heißt also, Sie haben ein Alibi. Aber natürlich. Ich war gestern Abend im Wahlbüro. Ich glaube, dass wir ungefähr 2 Dutzend Leute waren. Charles, weißt du eigentlich, was das Studium für eine Stunde kostet?
Na los, Herr Abgeordneter, ran an die Arbeit. War schön, Sie wiederzusehen. Wieso bleiben Sie nicht noch eine Weile hier? Ich muss arbeiten, aber wir treffen uns mal zum Mittagessen. Einverstanden. Na gut, enttäuschen Sie mich. Na schön. Und Sie werden mich wählen? Wenn Sie das Richtige machen, wähle ich Sie. Meine Tochter ist umgebracht worden von dem Abgeordneten Charles Sinclair. Eins verstehe ich nicht, Mrs. Rhodes. Warum haben Sie uns das nicht gestern Nacht gesagt? Ich hatte ganz einfach Angst. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie ich mich gefürchtet habe. Es ist ja kein Geheimnis. Er und Roberta hatten miteinander eine Affäre. Das gefiel seinen politischen Freunden gar nicht und sie setzten ihn unter Druck, mit Roberta Schluss zu machen. Es war noch früh gestern Abend. Roberta fuhr zu ihm in sein Apartment. Und ich weiß nicht, irgendwas muss passiert sein, weil er sie zurückbrachte gegen 22 Uhr. Ich habe ihn beobachtet. Er kam in seinem Jaguar vorgefahren. Ich kandidiere für den Senat der Vereinigten Staaten. Und ich könnte die Wahl verlieren. Man darf uns auf keinen Fall zusammen sehen, solange dieses Schmierblatt uns hier verfolgt. Und solange ich von Charlotte nicht geschieden bin. Das ist mir alles egal, wenn ich nur wüsste, dass du... Hör auf, so verdammt kindisch zu sein. Meine Hintermänner lassen mich im Stich, wenn das so weitergeht. Und deshalb räume ich jetzt auf. Was soll das heißen? Willst du damit sagen, dass ich in deinem Leben nichts als ein Stück Dreck bin? Ganz genau. Ich kann es mir nicht mehr leisten. Die lassen mich fallen. Hören Sie auf damit. Lassen Sie sie in Ruhe. Als ich wieder zu mir kam, stand er über sie gebeugt und sie war tot. Und was haben Sie gemacht? Ich tat so, als ob ich immer noch ohnmächtig wäre und wartete, bis er gegangen war. Mrs. Rhodes, können Sie uns zeigen, wo der Abgeordnete Sinclair Sie hingeschlagen hat? Ja, natürlich. Es ist er... Oh. Eine schlimme Beule, Quincy. Das tut mir leid. Ein bisschen später dann, er war gegangen, rief ich die Polizei. In der Zwischenzeit, also nachdem wir telefoniert hatten und sie hierher fuhren, bekam ich einen Anruf von Charles Freunden, die mich bedrohten, dass ich mein Leben verliere, wenn ich irgendwas erzähle. Na gut, dann überwachen wir sie ab jetzt rund um die Uhr. Oh, ich danke Ihnen, Lieutenant. Kann ich Ihnen ein Bier anbieten? Nein, das Einzige, was mir jetzt schmecken würde, wäre die Wahrheit. Haben Sie sowas zufällig da? Roberta? Ja, Roberta. Quincy, ich habe Ihnen doch gesagt, ich habe Charlie, sie nicht die mehr Polizei gesehen. Ist auf dem Weg hierher mit einer vereidigten Aussage, dass Sie sie umgebracht haben. Wie bitte? Ganz recht. Quincy, aber wer hat denn sowas behauptet? Die Mutter. Die... Komisch. Da glaubt man, die Menschen zu kennen und einen Moment später, da hängt dein Leben von ihnen ab. Alte Weisheit, sei nett auf dem Weg nach oben, die Leute könnten dich umbringen, wenn es runtergeht. Ich hielt sie immer für unbedeutend, eine harmlose, alte Trinkerin. Ja, eine Trinkerin ist sie vielleicht. Aber ihre Zeugenaussage ist auf keinen Fall unbedeutend. Aber es ist nicht wahr, Quincy. Ich weiß nicht, keine Ahnung, wieso sie lügt. Bitte glauben Sie mir. Ich habe Bobby nicht umgebracht, ich habe sie geliebt. Sie geliebt? Das habe ich. Aber Sie haben Schluss gemacht. Quincy, es gibt im Leben manchmal Dinge, die nur schwer zu erklären sind. Charlie, Lieutenant Monaghan wird in ein paar Minuten hier sein. Robertas Mutter hat bestimmt keine Schwierigkeiten. Sie hat eine Erklärung für alles. Hören Sie, diese Aussage ist einfach unfassbar. Wieso? Gut. Ich weiß, Sie war nicht so begeistert von den Männern in Bobbys Leben, aber mich deshalb des Mordes zu beschuldigen, ist Irrsinn. Ich weiß nicht, wieso sie es tut. Ich will Ihnen nur klar machen, in was für einer miesen Lage Sie sich befinden, falls Ihre Geschichte nicht stimmt. Das ist Lieutenant Monaghan. Sind wir beide soweit? Okay. Quincy? Was? Ich habe gelogen. Was? Nein, glauben Sie mir, ich habe Sie nicht ermordet, aber ich habe Sie gesehen. Wann? Gestern Nacht. Oh, Charlie. Quincy, es tut mir leid, ich habe es doch auch nicht geahnt, aber... Vielleicht war es... Es kommt mir so vor, als ob es ein Albtraum war. Die Leute würden es doch nicht verstehen. Weil Sie ihnen keine Chance dazu geben, Charles. Verzeihen Sie die Unhöflichkeit, bitte, meine Herren. Ich habe hier geläutet, aber Ihre Türklingel scheint defekt zu sein. Ich glaube, es war Ihr Chauffeur, der war so nett, uns hinten einzulassen. Entschuldigen Sie bitte den Überfall. Ist schon in Ordnung. Ich war vertieft in ein Gespräch mit meinem alten Freund. Ich bin Charles Sinclair. Oh ja, natürlich. Lieutenant Monaghan. Darf ich vorstellen? Sergeant Brill. Charles Sinclair und das ist Miss Polk. Setzen Sie sich doch. Wir dürfen Ihren Tisch mal benutzen. Hier, nehmen Sie den Stuhl. Miss Polk ist meine Stenografin. Tja, also dann, ich nehme an, unsere beiden Herren hier haben sich in der Zwischenzeit etwas Druckreifes überlegt. Lieutenant Monaghan, ich verbitte mir eine derartige Unterstellung. Es ist mir egal, wie Sie darüber denken. Ich habe etwas dagegen, wenn man in der Arbeitszeit privat ermittelt. Klar?
Also wir sollten Ihnen fairerweise sagen, Herr Abgeordneter, dass Mrs. Rhodes Sie mittlerweile offiziell beschuldigt, Ihre Tochter umgebracht zu haben. Und Miss Polk hat mir eine Kopie der Aussage der Mutter gegeben. Wollen Sie sie akzeptieren oder wollen Sie Einspruch erheben? Ich schlage Ihnen vor, sie zu lesen. Nicht mehr nötig. Quincy hat mir alles erzählt. Oh, das hat er also. Naja, das macht die Sache dann schon ein bisschen einfacher. Und was sagen Sie zu diesen Anschuldigungen? Nur Fantastereien. Ich verstehe. Ich hoffe, ich habe das Einverständnis von unserem Gerichtsmediziner. Aber die Polizei ist daran interessiert, die Sache einmal aus Ihrem Munde zu hören. Und Miss Polk hier wird Ihre Aussage zu Protokoll nehmen. Ein Protokoll? Monahan, Sie können doch nicht... Ich hoffe, Sie vertrauen mir. Ich behandle alle Fakten so vertraulich, wie ich nur kann. Vorausgesetzt, dass es keine Schwierigkeiten gibt. Wir wären alle sehr dankbar dafür. Vor allem der Bürgermeister und der Senator und der Gouverneur. Wir sind nämlich alle ganz große Anhänger von Charles. Quincy, Lieutenant Pat Doyle, mein Wahlkampfmanager. Guten Tag. Entschuldigen Sie, ich muss gleich wieder weg. Du erzählst Ihnen jetzt, was du weißt. Deine Aussage ist natürlich freiwillig. Lass das im Protokoll vermerken. Wir sind alle sehr daran interessiert, dass die Sache jetzt vom Tisch kommt. Wollten Sie vorhin noch etwas sagen, Charlie? Erzählen Sie uns von gestern Nacht. Naja, sie verlangte eben mehr von mir. Sie wollte mehr, irgendwie so etwas wie ein Versprechen. Und letzte Nacht stand sie vor meiner Wohnung. Sie war deprimiert und wütend. Bobby, du sollst doch nicht herkommen. Was ist, wenn die Reporter dir gefolgt sind? Was erwartest du? Du gibst mir einen Laufpass am Telefon. Du hast noch nicht mal den Mut, es mir persönlich zu sagen. Hör zu, sei doch mal realistisch. Ich kandidiere für den Senat. Das ist mein Und Leben. Was ist mit meinem Leben? Was ist mit meiner Karriere? Ich kann doch nicht mal einen vernünftigen Film kriegen. Was ist los mit uns? Wir lieben uns doch. Ich stehe im Wahlkampf. Ich bin heute Morgen zum Schwimmen gegangen. Und weißt du, da waren Reporter in den Büschen. Wir können das ändern, hören wir auf damit. Wir brauchen ihnen nur die Wahrheit zu sagen, denn wir lieben uns doch. Ich habe genug davon. Man hat mir gedroht, dass ich meine Hintermänner verliere, also die Wahl verliere. Und dafür habe ich zu hart gearbeitet. Habe ich nicht hart gearbeitet? Hä? Alles, wofür ich gearbeitet habe, habe ich deinetwegen aufgegeben. Ich könnte es wiederkriegen. Und zwar unterhalte ich mich ein bisschen mit Redden über uns beide. Was soll das? Das würdest du nicht tun. Wieso nicht? Schließlich sind sie deinetwegen hinter mir her. Du bist genau wie alle anderen. Meine Mutter, das Studio, alle Leute. Ihr seid nur am Nehmen, einer wie der andere. Ich hab's satt, ihr verlangt zu viel von mir. Wenn du mich verlässt, Charlie, erfährt Reardon von mir, was immer er will. Du bist verrückt, hör jetzt auf damit! Und dann fuhr sie nach Hause. Ja. Später in der Nacht bin ich von einem Wahlkampftreffen nach Hause gekommen. Es war ungefähr 12:30. Als ich in den Radionachrichten hörte, dass sie tot war. Und ich bin sofort zum Benedict Canyon gefahren. Und da konnte ich sehen, was los war. Ich hörte alle möglichen Gerüchte. Mord oder Selbstmord, Vergewaltigungsversuch, Überdosis an Tabletten und so weiter. Dann fuhr ich nach Hause. Die Fahrt vergiss ich nie im Leben. Charlie. Wieso haben Sie uns das gestern Nacht nicht erzählt? Ich glaube, das Verhalten des Abgeordneten ist verständlich, Dr. Quincy. Ich meine, er wollte es vermeiden, in eine Angelegenheit verstrickt zu werden, mit der er eigentlich nichts zu tun hat. Vielleicht sollte er mal für sich selbst sprechen. Er hat recht, Quincy. Ich hatte Angst. Also die Prellung unter Ihrem linken Auge. Hat sie die schon gehabt, als sie gestern Nacht bei Ihnen war? Nein. Nein. Oh, Sie waren auch dabei, Mr. Doyle? Sie hatte nichts am Auge. Gut, Doktor, ich denke, das reicht uns fürs Erste. Ich werde jetzt gehen. Sie sind wohl Hausgast. Nein, ich gehe auch. Mr. Sinclair, Mr. Doyle, wir hören voneinander. Ich verstehe es nicht. Was hat das alles zu bedeuten? Das kostet mich meinen Job, wenn man erfährt, dass ich dir das gezeigt habe. Es wird nämlich erst in 2 Tagen veröffentlicht. Aber es ist nicht wahr. Quincy ist ein netter Kerl, er ist nicht in eine Verschwörung verwickelt. Du brauchst mir nichts über Quincy zu erzählen. Soweit ich weiß, ist er der Beste. Aber mein Boss will den Abgeordneten Sinclair stürzen und es ist ihm ganz egal, ob Quincy dabei draufgeht oder nicht. Und woher nimmt sich dein Boss das Recht, diese Geschichte hier zu veröffentlichen? Mr. Reardon, mein Boss hat so gut wie alle Beweise. Sinclair ist der Mörder von Roberta Rhodes. Ach komm, nein, Quincy weiß nicht mal, ob er es war.
Mr. Reardon hat ein nettes Tonband, das wird dich überzeugen. Medizinischer Gutachter unterschlägt Beweise. Was ist denn? Das ist Freddy Foss. Er arbeitet für Dr. Quincy im Leichenschauhaus. Ich habe aber weder Dr. Quincy etwas zu sagen, noch einem seiner Mitarbeiter. Er will uns helfen. Hören Sie, Freddy, ich habe Quincy gesagt, was Sache ist. Das heißt, er hatte eine Chance, nur auf mich hört er nicht. Quincy sitzt doch in der Falle. Denn schließlich haben wir jetzt Freddy. Er kann uns die neuesten Informationen aus der Pathologie geben. Nein, ich weiß nicht, ob ich das tun kann, Floyd. Er ist sich nicht sicher? Und er nimmt sein Wort zurück? Bevor ich überhaupt etwas dazu sagen kann, verschwinden Sie, Floyd. Diese Schlagzeile kommt raus und wir verfolgen Quincy. Einen Augenblick. Vielleicht wäre ich ja bereit, Ihnen zu helfen, wenn ich das Tonband hören könnte. Woher weiß er von dem Band überhaupt? Mr. Reardon, es tut mir leid, wissen Sie, ich dachte Floyd, nur, Floyd, ich bitte Sie, verschwinden Sie. Jetzt rede ich mit Mr. Foss, ohne Sie. Entschuldigen Sie, Mr. Reardon. Ich wollte ja nur verhindern, dass so ein netter Kerl draufgeht. Das meinte er doch nicht so. Ich verspreche Ihnen, ich erzähle niemandem davon. Ja, der Schaden ist aber passiert. Ich habe keine Wahl, ich muss Ihnen vertrauen. Sehen Sie das Datum? Der 19. Die Nacht, in der Roberta starb. Ja? Guten Abend, Miss Rhodes. Wie geht es Ihnen? Wie es mir geht? Ich bin erschöpft. Sie sind erschöpft? Warum denn? Sie haben alles kaputt gemacht. Oh, Miss Rhodes, das ist nicht fair von Ihnen. Würde es nicht eher der Wahrheit entsprechen, dass Charles Sinclair... Bitte, Mr. Reardon. Ich habe Angst. Angst um mein Leben. Wollten Sie mir aus dem Grund nichts erzählen? Weil Mr. Sinclair Ihr Leben bedroht hat? Bitte. Hat er das oder hat er das nicht? Hat Mr. Sinclair Ihr Leben bedroht? Ja. Sie tun mir leid. Jetzt kann ich Ihre Angst verstehen. Es ist kaum zu glauben, dass Sinclair der Senatorenposten so wichtig ist. Dass es ihm gleichgültig geworden ist, wenn Menschen wie Sie Menschen ihn lieben. Miss Rhodes, sind Sie noch da? Irgendwelche Fragen? Was wollen Sie von mir? Ich werde zusehen, dass Quincy keine Schwierigkeiten hat. Aber ich erwarte, dass Sie mir berichten, was bei den Untersuchungen in der pathologischen Abteilung aufgedeckt wird. Ich glaube, wir haben uns verstanden. Gut, ja. Na schön. Ich hoffe nur, dass es richtig gewesen ist, Quincy in Schutz zu nehmen. Das war richtig. Das Dia, das Sie hier sehen, zeigt die Prellung an Miss Rhodes linkem Auge. Es sieht aus, als ob ein Ring Sie genau an der Augenbraue getroffen hat. Dann könnte es doch Mord sein. Es könnte sein, aber es muss nicht so sein. Alles, was wir wissen, ist, dass man Sie geschlagen hat. Der Abdruck deutet zumindest auf etwas anderes hin. Vermutungen, vielleicht, vielleicht auch nicht. Einen Augenblick mal, sollte das jetzt etwa eine Antwort sein? Der Beweis hier ist klar. Quincy, wieso weichen Sie mir aus? Nach 2 Stunden ist sie nicht erst alt, diese Prellung am linken Auge. Die hatte sie schon in Sinclairs Wohnung, also hat er gelogen. Habe ich recht? Ich hab... Wir waren sehr gute Freunde, wir drei. Er, seine Frau Charlotte und ich. Ich weiß noch, sie schenkte ihm den Ring. Er liebte ihn über alles. Er trägt ihn noch. Es ist Gold mit Platin. Und beides finden wir in der Prellung von Miss Rhodes. Natürlich, Dr. Aston. Ich werde Sie bei den Untersuchungen unterstützen. So sinken wir tiefer und tiefer mit jeder Lüge. Der Abdruck auf der Stirn von Miss Rhodes ist identisch mit dem Abdruck des Rings. Es muss der Abgeordnete gewesen sein, der sie geschlagen hat. Das erzählen Sie doch Lieutenant Monaghan. Der Ring ist ein handgearbeitetes Stück. Den gibt's nur einmal auf der Welt. Die Polizei liebt diese Art von Beweismittel. Das bedeutet nicht, dass er sie umgebracht hat. Na gut, er hat sie geschlagen, aber das beweist nichts. Er hat gelogen, das ist wahr. Aber ich glaube nicht, dass er Roberta Rhodes umgebracht hat. Quincy? Ich erzähl's ihm, Sam. Ja, ich erzähl's ihm. Gleich morgen früh. Wie
Wie kam es zu dieser dramatischen Wende? Wir haben jetzt den unwiderruflichen Beweis, dass Roberta Rhodes kurz vor ihrem Tod brutal geschlagen wurde. Uns liegt die Laboranalyse von einem Ring vor, den man bei einem bedeutenden, sehr bekannten Politiker sichergestellt hat. Die Hiobsbotschaft ist mir vorausgeeilt. Wie konnten Sie nur, Quincy? Ein Beweismittel wie dieser Ring ist doch so wichtig. Wie konnten Sie mir den nur vorenthalten? Ich habe den Bericht erst vor 2 Stunden gekriegt. Im Büro sagte man, Sie seien zu Hause. Besser gesagt, ich wusste, dass es für den Ring eine Erklärung gibt und die wollte ich herausfinden. Bis morgen früh, ja? Sie sind aber kein Staatsanwalt und Sie sind auch kein Detektiv. Sie sind ein Wissenschaftler. Ihre Aufgabe ist es, unser Beweismaterial auszuwerten, anstatt es geheim zu halten. Aber Charlie Sinclair ist ein Freund von mir. Ihr Freund Charles Sinclair hat Sie bereits 2-mal angelogen. Und wer sagt Ihnen, dass er nicht ein 3. Mal lügen wird? Er hat sich verändert, aber ein Mörder ist er bestimmt nicht. Clara Rhodes war dabei, als er Roberta brutal gezwungen hat, Schlaftabletten einzunehmen. Und das glaube ich ihr. Ich allerdings nicht. Meine Herren, Ihr Auftritt steht Ihnen noch bevor. Also dann bis morgen früh. Ich hoffe, Sie sind pünktlich. Ein Mann wird sich unseren Ermittlungen stellen müssen. Und möglicherweise besteht Verdacht auf Mord. Ich glaube, dass er unschuldig ist. Aber um das zu beweisen, brauchte ich Zeit. Einer von Ihnen hat mir und ihm diese Zeit gestohlen. Einer von Ihnen wird dieses Büro verlassen. Wer immer es ist, er sollte jetzt gehen. Er sollte gehen und zwar gleich. Zurück an die Arbeit. Dr. Quincy, würden Sie den hier Versammelten die Todesursache nennen? Miss Rhodes Tod wurde verursacht durch eine Überdosis Schlaftabletten. Ich glaube, dass sie sie freiwillig eingenommen hat unter Vorbedacht, denn ihr Entschluss war Selbstmord. Lieutenant Monaghan, ist die Kriminalpolizei mit diesem Befund einverstanden? Nein, sind wir nicht. Die Überdosis Schlaftabletten ist zwar die Ursache für Miss Rhodes Tod, aber es gibt widersprüchliche Zeugenaussagen und wir haben Indizienbeweise, weshalb wir von der Polizei der Meinung sind, es handelt sich möglicherweise in diesem Fall um Mord. Dann ist es die Aufgabe dieser Kommission, das Beweismaterial und die Aussagen der Zeugen zu untersuchen. Und ich bitte im Protokoll zu vermerken, dass einer der geladenen Zeugen, Charles Sinclair, hier nicht erschienen ist. Wir konnten keine leere Tablettenschachtel finden, weder im Schlafzimmer noch irgendwo anders. Ein Kommodenspiegel war zerschlagen. Wir vermuten wahrscheinlich durch ein Telefon. Am Telefon wurden keinerlei Fingerabdrücke festgestellt. Vermutlich wurden sie nach der Tat abgewischt. An der Augenbraue hatte Miss Rhodes eine frische Prellung. Wir untersuchten die Prellung. Dr. Quincy und ich entdeckten dabei Spuren von Platin und Gold. Diese Spuren deuten darauf hin, dass ein Schmuckstück der Verursacher dieser Prellung war. Vermutlich war es ein Ring. Und wenn Sie die Kontur der Prellung einmal mit dem Ring vergleichen, den Mr. Charles Sinclair trägt, was entdecken Sie dann? Dass er perfekt passt. Er schlug mich mit der Faust. Hier, sehen Sie. Haben Sie noch weitere Fragen, Lieutenant? Nein, habe ich nicht. Und Sie, Dr. Quincy? Oh ja, ja. Ja. Mrs. Rhodes, Ihre Tochter hat vor kurzem eine Lebensversicherung über 1 Million Dollar abgeschlossen. Ja. Roberta wollte nicht, dass ich ohne Geld bin, falls ihr etwas zustößt. Das war ihr allergrößter Wunsch, glaube ich. Dann ist also das Urteil der Geschworenen sehr wichtig für Sie, nicht wahr? Bei Selbstmord ist die Versicherungsgesellschaft nicht verpflichtet, auszuzahlen. Bei Mord verdoppelt sich die Summe. Das wären dann 2 Millionen Dollar. Ja, aber da hätte Roberta doch umso weniger Grund gehabt, sich das Leben zu nehmen. Sie hat mich doch geliebt. Wieso hätte sie denn diese Versicherung abschließen sollen? Ich verstehe es nicht, wenn sie vorgehabt hätte, sich umzubringen und mich allein zu lassen. Ohne alles. Einer unserer Reporter beobachtete das Haus Tag und Nacht. Er sah, dass Sinclair vor dem Haus anhielt und reinging. Haben Sie Fotos davon? Nein, Fotos leider nicht. Naja, er ist Anfänger. Er hat die Fotos falsch belichtet. Wir sollten das im Protokoll vermerken, dass Sie das nur vom Hörensagen wissen. Wenn es einen Reporter gibt, der den Mord beobachtet hat, dann wäre er doch hier. Er ist hier. Ich war da. Ich sah, dass Mr. Sinclair in Ihr Haus ging. Ich sah nur die Hälfte des Zimmers. Aber ich glaube, das reichte aus. Ich habe noch nie in meinem Leben solche Angst gehabt. Ich hörte Schreie und jemand weinte. Und dann war es still. Es dauerte sehr lange.
bis der Abgeordnete das Haus wieder verließ. Dr. Aston? Warum sind Sie damit nicht zur Polizei gegangen? Ich hatte Angst. Oh, wirklich Angst um Ihr Leben? Aber ich bitte Sie. Sie verstehen mich falsch, ich hatte keine Angst um mein Leben. Als ich da stand, hatte ich nur Angst um meinen Job. Sehen Sie, ich habe das Ganze nicht nur von der Straße aus beobachtet. Das habe ich zwar Mr. Reardon erzählt, aber als ich Mr. Sinclair ins Haus gehen sah und kurz darauf Schreie hörte, bin ich näher rangegangen. Ich habe nämlich das Grundstück von Miss Rhodes betreten und da sah ich, dass Mr. Sinclair sich über Miss Rhodes gebeugt hatte. Aber Miss Rhodes bewegte sich nicht. Ich wusste, dass man mich feuert, wenn ich irgendjemandem davon etwas erzähle, denn Mr. Reardon hat strenge Prinzipien. Wissen Sie, welche Strafe auf Meineid steht? Dr. Aston, ich erhebe Einspruch. Dr. Aston, der Outcry hat uns aus der Pathologie geheime Unterlagen gestohlen. Als letztes Mittel greifen die jetzt sogar zu Meineid. Doktor, darf ich mal? Ich bin noch lange nicht fertig! Quincy! Sie haben das Wort, Mr. Reardon, wenn es sich auf diesen Fall bezieht. Es bezieht sich auf diesen Fall. Sehen Sie, diese Person, sie ist gut befreundet mit Charles Sinclair, aber Dr. Quincy verdreht die Tatsachen, um die Verhandlung aufzuhalten. Wir haben hier im Saal zwei Augenzeugen, die den Mord gesehen haben. Clara Rhodes und Floyd Baker. Nachdem jetzt auch der Ring als Beweisstück existiert, frage ich mich, was hindert die Staatsanwaltschaft noch an der Ausstellung eines Haftbefehls wegen Mordes? Ruhe! Mr. Reardon, Ihre Beobachtungsgabe in allen Ehren, aber es ist Sache der Geschworenen zu bestimmen, was für die Staatsanwaltschaft wichtig ist. Dr. Quincy, haben Sie dazu noch eine weitere Frage? Nein, Sir. Lieutenant Monaghan, haben Sie noch weitere Fragen? Nein. Also, es ist jetzt 11:55. Ich schlage vor, dass wir die Sitzung auf 2 Uhr vertagen. Um diese Zeit bitte ich die Geschworenen, ihr Urteil bekannt zu geben. Na, wie geht's? Schlecht. Sinclair ist wohl nicht gekommen. Ich weiß. Sie haben getan, was Sie konnten. Also ich finde, Charles Sinclair hat dich ganz schön hängen lassen. Ich glaube, wer unschuldig ist, braucht sich nicht zu verstecken. Niemand geht gern auf seine eigene Beerdigungsfeier, glaube ich. Wir werden nach ihm fahnden. Laut Gesetz ist er ab heute nämlich ein Flüchtiger. Quincy, ich muss mit Ihnen reden. Nein, jetzt nicht, Frank. Es ist aber sehr wichtig. Ich bin's gewesen. Ich habe gedacht, ich würde Ihnen damit helfen. Mir helfen? Wovon reden Sie überhaupt? Reingelegt hat man mich, Dr. Quincy. Im Büro von Reardon hatten Sie ein Tonbandgerät. Ein Tonbandgerät? Mit dem haben Sie ein Telefongespräch zwischen Roberta Rhodes und dem Outcry aufgenommen, in der Nacht, in der sie starb. Moment mal. Wollen Sie damit sagen, dass es ein Telefongespräch gibt zwischen Roberta Rhodes und Reardon und die haben das auf Band? Ja, er nimmt alles auf. Das Büro ist vollgestopft. Sam, jetzt wird sein Büro durchsucht. Das wird Ihnen aber nichts nützen, denn auf dem Band sagt Reardon, dass Sinclair das Leben von Roberta Rhodes bedroht hätte. Quincy, dieses Tonband wäre unser Todesurteil. Sam, wenn das wirklich wahr ist, was Freddy eben gerade gesagt hat, glauben Sie denn nicht, dass er das Band dann schon in der Vorverhandlung benutzt hätte? Dann ist das Band gefälscht. Darauf verwette ich Sinclairs Leben und meine Karriere. Also los, Sam, du wartest hier. Quincy, es tut mir leid. Jetzt können Sie es wieder gut machen. Wo sind die denn so plötzlich hin? Zur Toilette. Was soll das? Stehen bleiben! Hier geht's nicht weiter! Was sind denn das für Methoden? Keine Angst, wir sind in Kalifornien und das ist ein Hausdurchsuchungsbefehl wegen Vorenthaltung von Beweismitteln in einem Mordfall. Lesen Sie! Das ist das Band. Datum von vorgestern Nacht. Besorgen Sie mir das ungekürzte Original dazu. Wie Sie vielleicht wissen, Mr. Reardon, ist es die Aufgabe eines Gerichtsmediziners, die Leiche zu untersuchen in Bezug auf alle Anzeichen eines unnatürlichen Todes. Aber der Beruf hat noch eine andere Seite, von der Sie vielleicht noch nicht so viel gehört haben. Bei Verdacht auf Suizid ist die Erkundung des psychologischen Umfeldes oft wichtiger als der medizinische Befund. Wissen Sie, ich suche schon lange das fehlende Glied in der Kette von Ereignissen, welches am Ende Miss Roberta Rhodes in den Selbstmord getrieben hat. Das fehlende Glied in Ihrer Kette ist doch der Herr Abgeordnete Sinclair. Entschuldigen Sie bitte, aber darf ich mal unterbrechen? Ich weiß, Sie erwarten mehr von mir als nur eine Entschuldigung. Dankeschön, Herr Abgeordneter. Es gibt noch andere Punkte, die mich im Augenblick mehr interessieren. Ich habe mehrere sehr ernste Anklagen gegen Sie vorliegen. Ja, das weiß ich. Und ich übernehme die volle Verantwortung für den Tod von Roberta Rhodes.
Ruhe, bitte Ruhe, meine Damen und Herren. Herr Abgeordneter, falls Sie bereit sind, eine Aussage zu machen, die Kriminalpolizei wird von Lieutenant Monahan vertreten. Ja, ich werde aussagen. Quincy, es tut mir leid, ich habe Sie belogen. Ich habe Roberta geschlagen. Ich werde alles erzählen. Minuten Zeit. Ich weiß, was los ist. Es gibt neues Beweismaterial. Nur 5 Minuten. Dr. Aston, bevor Sie gleich den Abgeordneten anhören werden, stelle ich Ihnen ein paar neue Beweismittel vor, von denen ich glaube, dass Sie das Verfahren bedeutend beeinflussen werden. Quincy, es kann da nicht so wichtig sein. Jeder in diesem Raum, einschließlich dem Abgeordneten, wird betroffen sein über ein Tonband, das wir gerade im Büro von Reardon beschlagnahmt haben. Eine Aufnahme von dem Telefonat mit Miss Rhodes in der Nacht, in der sie starb. In der Nacht, in der sie starb? Doktor, dieses Tonband wurde widerrechtlich entwendet und ist kein Beweismaterial für so eine Untersuchung. Ich führe nicht die juristische Untersuchung, Mr. Reardon. Ich bin hier als Gerichtsmediziner. Oder haben Sie vielleicht etwas dagegen, wenn die Geschworenen hier erfahren, was Sie Miss Rhodes am Telefon gesagt haben? Aber verstehen Sie mich nicht falsch? Ich habe nichts zu verbergen. Ich bin als Reporter an der Wahrheit interessiert. Danke. Sam, ist es möglich, Mr. Reardon, dass Sie die letzte Person waren, die mit Miss Rhodes zusammen war vorletzte Nacht und nicht der Herr Abgeordnete Sinclair? Machen Sie sich nicht lächerlich, Quincy. Ich meine nicht, dass Sie bei ihr waren. Aber vielleicht haben Sie ja mit ihr telefoniert. Ich schwöre Ihnen, Quincy, das werden Sie bereuen. Meine Damen und Herren, verehrte Geschworene, hören wir uns das einmal an. Und ich bitte Sie, besonders auf die Uhrzeit zu achten. Hallo? Hallo, Miss Rhodes, hier spricht Paul Reardon. Wie geht es Ihnen? Ich bin erschöpft. Wirklich? Um diese Zeit? Es ist doch gerade erst 23:30. Haben Sie sich überanstrengt? Hören Sie zu. In 5 Minuten werden Sie mit einem reinen Gewissen einschlafen können. Sie sollten mir nur noch einmal sagen, was wir schon beide wissen, dass Sie eine Liebesaffäre mit Charles Sinclair hatten. Lassen Sie mich in Ruhe. Nein, nein, wir liegen nicht auf, Miss Rhodes. Wir wollen doch nicht, dass Aktfotos von Ihnen veröffentlicht werden. Sie wollen doch nicht das Mädchen auf Seite 1 sein, nicht, Miss Rhodes? Tun Sie das doch, mir ist das egal. Sie sind anscheinend deprimiert, tut mir leid. Aber zwingen Sie uns nicht, die Aktfotos zu veröffentlichen. Wenn wir Sie ein bisschen zurechtmachen, könnten wir damit ein ganzes Baseballstadion unterhalten. Bitte, Sie haben mir doch wirklich genug angetan. Würden Sie bitte aufhören anzurufen? Bitte, rufen Sie nicht mehr an. Nein, Miss Rhodes, unsere Zeitung gibt nicht auf, solange sie ihr Ziel nicht erreicht hat. Das wissen Sie ganz genau. Machen Sie es uns doch nicht so schwer. Erzählen Sie uns von dem Abgeordneten. Machen Sie Ihr hübsches München auf. Das Volk wird gespannt sein. Sie sind ja krank. Ein 10-minütiges Interview und Sie sind frei, das verspreche ich Ihnen. Sie gefallen uns zwar, aber wir wollen nichts von Ihnen. Wir wollen diesen grinsenden Wohlstandsbürger, der unser Land in den Abgrund ziehen will. Was halten Sie von einem Exklusivbericht, Miss Rhodes? Oder muss ich deutlicher werden? Nein, Sie können mit Ihrem Schmierblatt einpacken und es sich sonst wohin stecken. Ich bin enttäuscht von Ihnen, Miss Rhodes, und zwar sehr enttäuscht. Ab sofort werden Ihnen 10 Reporter Tag und Nacht auf den Fersen sein. Sie werden noch nicht einmal mit Ihrem Chauffeur reden können, ohne dass es eine Schlagzeile wird. Wir werden Sie auf Schritt und Tritt verfolgen. Sie werden nicht allein spazieren gehen können. Wir werden die Titelseiten mit Ihren Bildern füllen, mit Aktfotos. Aufhören! Sie waren es! Sie und kein anderer als Sie! Und ich dachte die ganze Zeit, es wäre meine Ruhe. Schuld! Sie Ruhe, sind bitte, Ruhe. Sie sind schuld! Sie sind bitte. Schuld, Sie! Setzen Sie sich bitte! Jetzt ist sowieso alles zu spät! Aber nein! Ihre Tochter hat sicher nicht gewollt, dass ihr Ex-Liebhaber des Mordes angeklagt wird. Roberta kannte so viele Menschen, die immer wieder nur nehmen wollten. Ich war wohl einer von ihnen. Wir befürchteten, dass der Outcry ihre Karriere zerstören würde. Damit hätte sie alles verloren. Dann hätte ich doch auch alles verloren. Sie hat mir erzählt von ihren Qualen und Ängsten, die sie auszustehen hatte. Ich habe sie aber niemals getröstet. Oh, Dr. Quincy, es war einfach furchtbar für mich. Das verstehe ich. Es war schon spät. Ich hatte mich hingesetzt, um was zu trinken, als ich hörte, wie ein Spiegel zerbrach. Und als ich aufstand, um nachzusehen, verfing sich mein Fuß im Saum meines Kleides und ich fiel hin und verletzte mich am Kopf. Daher habe ich das hier. Ich war bewusstlos. Als ich aus der Ohnmacht erwachte, da bin ich in ihr Zimmer gegangen, doch es war zu spät. Es war viel zu spät. Und dann sah ich die leere Tablettenschachtel auf dem Nachttisch. Ich war fassungslos. Ich nahm die Tablettenschachtel an mich. Und das Telefon?
Ja, das war ich auch. Ich habe es abgewischt. Ich wollte keine arme alte Frau sein, die für den Rest ihres Lebens von der Wohlfahrt abhängig ist. Ich habe furchtbare Angst vor der Armut. Lieutenant, angesichts der erneuten Aussage von Mrs. Rhodes ergibt sich ein anderes Bild. Deshalb frage ich Sie, wird die Polizei weiterhin an ihrer Behauptung, dass es sich hierbei um Mord handelt, festhalten? Die Kriminalpolizei zieht ihre Behauptung hiermit zurück. Nein, ich gebe mich damit nicht zufrieden. Was? Ich glaube nicht, dass dieser Fall allein mit Selbstmord abgetan ist. Ich habe heute nämlich schon zu viel anderes gehört und gesehen. Nein. Ich habe heute gelernt, wie eiskalt und hundsgemein ein Mensch sein kann. Jemanden so zu schikanieren, dass er am Ende sogar bereit ist, sein kostbares Gut aufzugeben. Sein Leben. Nein. Kein Wort kann das Maß der unfassbaren Qualen wiedergeben, die Sie in den Tod trieben. Darf ich jetzt um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Lassen Sie mich das Ausmaß des Verbrechens beschreiben. Da sind erstens die 23 vernichtenden Artikel verfasst von Mr. Paul Reardon. Vom Outcry. Und 23 Wochen unaufhörlicher Beleidigungen. Einzig unterbrochen von unzähligen und gemeinen Drohanrufen. 23 Wochen, in denen Reporter in ihrem Privatleben herumschnüffelten. Und wieso? Wieso? Weil sie sich weigerte, den Mann, den sie liebte, zu verraten. Für ihn ertrug sie alles, denn sie liebte ihn. Sie hielt sogar noch zu ihm, selbst nachdem er sie seiner Karriere wegen verlassen hatte. Er war ein schwacher Mensch. Sie waren es. Nur Sie allein waren es, Mr. Reardon. Sie gehören zu der Spezies von blutsaugenden Schmarotzern, die sich nur von schwachen und leicht verletzbaren Wesen ernähren. Sie haben es systematisch und ganz allmählich geschafft, einen Menschen in den Ruin zu treiben, der Ihnen doch niemals etwas getan hat. Und warum? Um einen Mann zugrunde zu richten, den Sie noch nie in Ihrem Leben gesehen haben. Sie sind ein kranker Mensch, Mr. Reardon. Und gefährlich. Sie sind derjenige, der Sie schließlich in den Selbstmord getrieben hat. Und das war von Ihnen beabsichtigt. 23 Wochen lang bereitete er diesen Mord vor. Und wenn es doch einen Gott gibt, dann wird er wissen, was Sie getan haben. Seine Gerechtigkeit ist größer als unsere. Dr. Quincy, ich werde das Ergebnis der Untersuchung an die Staatsanwaltschaft weiterleiten und dann werden wir möglicherweise wegen Meineids Anzeige erstatten. Ich bitte Sie, im Protokoll zu vermerken, dass Roberta Rhodes an einer Überdosis Schlaftabletten gestorben ist. Es war Selbstmord.